back from the dead. Sonntag, der 7. Juli 2019. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und ihr hört es wahrscheinlich und ich grinse ein bisschen, denn der Iconic Luca hat ein Geschenk rausgehauen, direkt am Anfang meiner Aufnahme. Und zwar sagt er, bin der, dessen Name nicht ausgesprochen werden kann. Ich erinnere mich, genau. Hallo Mama, bin auf YouTube. Luca, danke dir fürs Geschenk schon mal im Voraus. Oh, Bright Stars, sexy, danke dir. Kommen wir gleich zu, denn Leute, heute ist es endlich soweit. Endlich ist ein interessanter Skin drin. Vorher grüßen wir aber noch ein paar Leute. Und holy shit, den Dr. Fisch grüßen wir mal. Dann, ich bin eine 3. Squalzi, wie alt bist du, wenn man fragen darf? Ich bin von 1986. Henki ist da, Killer ist da, Amelia ist da. Luca natürlich, vielen Dank. Noch ein paar Herzen bitte in die Kommentare. Dann Swifty sagt Creator Code Van Snipes, auf jeden Fall. Alicex ist da, Cutie ist da. Cutie, danke dir nochmal für die Geschenke. Insenium ist da und Mobile ist da. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn wie gesagt, heute ist es endlich soweit. Und ihr seht schon, linke Seite, Beach Bomber ist am Start. 1200 V-Bucks, sexy Skin. Ja, also die ist ein cooler Skin, oder? Also ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen, oder? Ist nice. Also die muss auf jeden Fall geholt werden. Oh geil, noch Sonnenbrille hinten drin. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das Detail bei dem Mix. Und natürlich das Skateboard hinten drauf. Richtig nice. Absolut geiler Skin. Cap noch auf. Ihre berühmten roten Haare. Hammer. 1200 V-Bucks. Mega-Skin. Ist, glaube ich, der beste Fortnite Days of Summer-Skin, den wir drin hatten. Absolut nice. Natürlich Demogorgon fand ich auch nice, aber der ist natürlich richtig nice. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Wir haben nämlich noch einen passenden Gleiter dazu. Und zwar den Payload für 500. Ich meine, okay, der ist Standard, ne? Also ist jetzt nicht so mega besonders. Aber ist krass, dass das direkt auch kommt mit einem passenden Gleiter. Finde ich geil. Und natürlich den Rap, den wir gerade geschenkt bekommen haben von dem Luca. Vielen Dank nochmal, Luca. Ist nicht animiert, aber trotzdem geil, muss man sagen. Wir gehen mal durch. Oh, hier sieht es auch geil aus. Bei den Animierten gibt es manchmal so Probleme, dass das auf allen Waffen nicht so gut angezeigt werden kann. Das ist dann bei den statischen Dingern ein bisschen geiler. Aber er sieht auch nice aus. Sieht aus, als wenn der Stern so zwei Augen hätte hier. Geil. Oh, nice. Also gefällt mir auf jeden Fall. Auf AR sieht es natürlich am geilsten immer aus. Ne? 300 V-Bucks dafür. Absolut geiles Set, kann ich nur empfehlen. Wir haben natürlich nochmal das Stranger Things-Ding drin. Also, wenn ihr da auf jeden Fall Interesse dran habt, dann schlagt jetzt zu, denn ich weiß nicht, ob die irgendwann überhaupt mal wiederkommen werden, denn solche Skins sind ja immer so ein bisschen rare. Ich denke mal, könnte sehr, sehr schwierig werden, dass wir sowas sehen. Vielleicht dann zur Staffel 4 nochmal oder so. Wie gesagt, dann gibt es noch den Demogorgon für 1200. Den habe ich mir geholt, weil der ist absolut weird und deswegen muss man den kaufen. Und da gibt es natürlich noch die Vines dazu. TDK, G steht für Gönnen. Haut nochmal ein Geschenk raus hier. Oh mein Gott, TDK, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Noch einer, der ein Geschenk raus ist. Was ist denn los hier? Gestern schon, heute Hammer. Vielen Dank, Leute. Oh, shit, er haut Payload raus. Nice, jetzt fehlt uns noch den Beachbomber, den holen wir uns jetzt gleich noch. Und dann haben wir das gesamte Set voll. Ich danke dir, Hammer, vielen, vielen Dank. Absolut nice, bitte mal ein paar Herzen in die Kommentare rein. Absolut nett, Leute, unglaublich nice. Die Daily Items sehen folgendermaßen aus. Auf der Seite, Flying Carp ist drin für 800 V-Bucks. Der war zuletzt vor 36 Tagen drin. Ist ein geiler Gleiter, muss man auch sagen, ne? Könnte man vielleicht mit diesem komischen Glubschaugen-Skin nutzen jetzt. Ja, geht eigentlich klar. 800 V-Bucks. Maven ist drin. Auch einer meiner Lieblingsskins. 1200 V-Bucks. Der kommt natürlich hier mit ihrem Lama-Book auf den Rücken. Heißt, glaube ich, gar nicht so. Heißt Techie, aber ich nenne es immer Lama-Book. 1200 V-Bucks. Absolut cooler Skin. Hat man einen zweiten Style verdient mittlerweile, muss ich sagen. Dann haben wir Lawnbreaker drin. Ja, ist ja gestern reingekommen. Habe ich ja gestern geschenkt bekommen von QD. Vielen, vielen Dank nochmal. Er hat mir Lawnbreaker und dann King Flamingo geschenkt. 500 V-Bucks. Allerdings gibt es da in Anführungsstrichen nochmal so einen OG-Flamingo, wer sich erinnert, der auf zwei Seiten Flamingo ist. Genau, King Flamingo passend dazu, 800 V-Bucks, verrückter Skin, absolut nice, ich freue mich drauf, den zu spielen, absolut cool. Ja, und dann haben wir zwei Emotes, zum einen Waterworks ist drin für 200, vor 34 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen und wir haben Jamboree drin für 500, war zuletzt von 19 Tagen drin. Also wenn man so richtig abgehen will hier. Ja, 1000%iges Highlight heute. Beach Bomber und das gesamte Set. Absolut fucking geil. Ich feiere den Skin. Richtig, richtig gut. 1200 V-Bucks. Und ich denke mal, der wird jetzt auch gegönnt. Ist mein Creator Code eingegeben? Oh, seht ihr? Creator Code ist gar nicht drin. Alle 14 Tage. Bitte einmal den Creator Code neu eingeben. Zack, einmal drin. Und dann wird er auch gekauft. Mein absolutes Highlight heute, Beach Bomber. Auf jeden Fall holen für alle, die Skins suchen. Geiler Skin, mega Skin, kaufen auf jeden Fall. Beim Set müsst ihr ein bisschen gucken, wenn ihr genug V-Bucks habt, dann schlagt er auf jeden Fall zu. Ist geil, wenn man ein Set komplett machen kann. Und der ganze Shop, was bekommt der Shop heute von mir? Ich gebe dem Shop heute aus dem Hype heraus eine 9 von 10. Ich weiß, der ist vielleicht nicht unbedingt 9 von 10, aber ich feiere Maven. King Flamingo ist lustig. Die beiden Emotes nachgehen so. Beach Bomber Set, absolut geil.
Und Stranger Things ist auch geil. 9 von 10. Haut mal gerne in die Kommentare, was ihr dem Shop geben würdet, was euer Highlight ist. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator Code, wenn Snipes. Und dann gibt es morgen wieder eine neue Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.